Kochen 1.6.2020 mit Fernsehkoch seltsam McKenzie YouTube. 101. 2 Biolimetten, 6 Stiele Zitronen, Thymian 1 und Koriander 1,5 Teelöffel, Agavendicksaft 10 Esslöffel, Edeka Bio-natives Olivenöl extra 1,5 Teelöffel, Salzflocken für das Grillgut, 16 Jakobsmuscheln Wildfang, mit der Hand gesammelt 4 große Packheu, 4 bis 8 Austernpilze, Klammer auf je nach Größe, Klammer zu, 1 für die Marinade, die Schale der Limetten abreiben, den Saft auspressen. Die Thymianblättchen abzupfen, den Koriander waschen, trocken schütteln, 4 Stiele zum Garnieren beiseite legen und den Rest fein schneiden. Nun Limettenabrieb und Saft, Thymian, Koriander und Agavendicksaft mit Olivenöl mischen. Die Marinade salzen und auf 2 Schüsseln aufteilen. 2 Jakobsmuscheln in die Marinade in eine Schüssel geben und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Anschließend die Muscheln auf 4 Metallspieße stecken. 3 Packheu putzen und längs halbieren. Die Pilze putzen. Packheu und Pilze durch die Marinade in der zweiten Schüssel ziehen und beiseite legen. Übrige Marinade aus dieser Schüssel aufheben. 4 Jakobsmuscheln und Pilze für 1 bis 2 Minuten von jeder Seite bei starker Hitze auf dem Grill grillen. Nach dem Wenden der Jakobsmuscheln Packheu auf den Grill geben und unter ständigem Wenden mitgrillen, bis die Jakobsmuscheln fertig sind. 5 Jakobsmuscheln mit Packheu, Pilzen und der übrigen Marinade anrichten und mit restlichem Koriander bestreut servieren.